2004 ihre einzige deutsche Meisterschaft gewonnen haben. Die Starting Five des MBC mit letztendlich drei Guards. Relaford, Peter McNeely, Moore, dazu Kerrouche als Power Forward und James Farr auf der Center-Position. Große Position, ja, ein bisschen das Problem durch die Verletzungen von Marelia und die Gehirnerschütterung von Benny Turudic. Die Skyliners mit Bell Haynes, Robertson und Clark, die müssen wir da eher tauschen. Robertson ist eher die 3 und Clark die 2. Richard Freudenberg, mit dem Gordon Herbert zuletzt sehr zufrieden war als Power Forward. Und Leon Kratzer startet auf der Center-Position. Los geht's. James Farr und Leon Kratzer beim Sprungball. Erster Ballbesitz für die Gäste. Die spielen von rechts nach links in den blauen Trikots. Kratzer gegen Farr. Keine schlechte Aktion. Guter Offensivrebound von Freudenberg. Rebounding war das große Problem des MBC neben der üblichen Freiburgschwäche bei der Niederlage in Bayreuth. Und über die zweite Chance die ersten Punkte für die Skyliners durch den kanadischen Rookie, durch Trey Bell Haynes. Relaford auf Kerrouche. Sergio Kerrouche mit dem Dreier. Und der MBC erstmals in dieser Partie in Führung. Clark noch 5 Sekunden. Ball geht nochmal nach außen. Guter Pass von Leon Kratzer. Und Tess Robertson, der ja in dieser Saison bislang von außen wirklich alles andere als gut geworfen hat. Seine Dreierquote bei schwachen 23%, den hier macht er. Anika Peter McNeely, eigentlich als Drei-Punkte-Spezialist angekündigt, hat das weder letzte Saison in Ludwigsburg belegen können, noch untermauert er das jetzt beim MBC. Das ist für einen Shooter einfach zu wenig. Und hier sehen wir die guten Hände von James Farr gegen den Drive von Jason Clark. Guter Pass von Bell Haynes auf Kratzer. Gute Anfangsphase von Leon Kratzer, der sich ja immer besser zurechtfindet in Bar. Am Mittwoch im Eurocup sein wahrscheinlich bestes Saisonspiel gemacht hat, aber auch zuletzt in Berlin in der BBL gut dabei war mit 8 Punkten, 5 Rebounds, 3 Assists und 2 Steals. Da sehen wir es nochmal, das Anspiel auf den langen Mann. Sie sehen es da beim Einwurf, Quantes Robertson, der Frankfurter Top-Verteidiger, spielt gegen Trevor Relaford, also sie wollen den MBC-Spielmacher ihren giftigsten, galligsten, besten Defensivmann auf die Füße stellen. James Farr, der Linkshänder, der auch durchaus mal einen Dreier einstreuen kann. Ein gutes Jahr, war auch zuletzt in Bayreuth mit 20 Punkten und 6 Rebounds wieder sehr gut dabei. Also das ist so einer, da muss man befürchten, was beim MBC immer der Fall ist. Wenn hier jemand gut spielt, dann weckt er das Interesse der anderen und man kann ihn vielleicht nicht halten. Bell Haynes wieder nach außen, diesmal auf Clark. Und Kerrouche setzt sich sehr gut durch gegen Clark.
5 Punkte für Sergio Kerrouche. In seiner dritten Saison bei den Weißen Felsen. Kratzer im Nachpass. Also es ist sehr, sehr viel Blocken abrollen bei den Skylanders und immer wieder der Versuch, Bell Haynes zum Korb penetrieren zu lassen. Acht Sekunden noch, Moore nach dem Switch gegen Kratzer, kommt vorbei. Erste Punkte für Lee Moore. Sehr kurzweiliges Spiel hier in der Anfangsphase, kaum Unterbrechungen. Und das ist der wahrscheinlich beste Wurf von Jason Clark. Halbdistanz aus dem Rechtsdribbling. Da kann man ihn wahrscheinlich nachts um 3 Uhr wecken und ihn schießt da rein. Rutherford. Das Foul dürfte gegen Freudenberg gehen. In der Korbliga-Aktion, also gibt es Freiwürfe für Adika Peter McNeely. Ich habe es gesagt, Dreierwerfer gilt als Dreier-Spezialist. Katastrophale 21,2% dieses Jahr bislang von Downtown. Und auch letztes Jahr in Ludwigsburg, da waren es immerhin noch 32,2%, aber das ist für einen Spezialisten, der dem Team sonst relativ wenig gibt, zu wenig. So, wir haben es schon gesehen, nach den Freiwürfen von Farr, jetzt wieder der MBC presst an. Und geht dann zurück in eine Zonenverteidigung. Freudenberg. Also offensiv hier beide Mannschaften gut dabei. Rutherford fast mit der Antwort. Gute Verteidigung da von Peter McNeely. Und Rutherford macht das perfekt. Kreiert den Kontakt, hat so viel Kraft im Oberkörper, dass er trotzdem die Kontrolle behält und legt die Murmel mit Foul rein. Aber das war super gemacht und ich glaube, der Stil war gar nicht von Adika McNeely, sondern von Adika Peter McNeely, sondern er war von James Farr. Unser Podcast, die Abteilung Basketball, Sie kennen das Ganze. Unbedingt reinhören. Es gibt alles zum BBL-Kracher. Bayern gegen Berlin. Wer ist das beste Team der Liga? Alex Frisch ist zu Gast, aber natürlich auch Anton Gavel, mit dem wir vor allen Dingen diese Frage klären werden. Und jetzt die Punkte. Wieder von Leon Kratzer, den Sie gut anspielen. Den Podcast gibt's, das wissen Sie, für alle gängigen Podcast-Apps via soundcloud.com, Abteilung Basketball und auch direkt in der Spotify-App. Fast der Ballverlust. Rutherford. Sehr schön. Heslitz. Da defensiv. Zu schwach. Wird ausgewackelt. Punkte ohne Ende hier. Im ersten Viertel. Und das Skylanders-Spiel bleibt gleich. Bell Haynes ist auf der Bank, aber jetzt wird dieses Pick-and-Roll mit Jason Clark als Ballhändler gesucht. Skylanders wechseln auf den großen Positionen. Huff und Murphy, die beiden finnischen Nationalspieler, kommen und auch
Der MBC bringt frische Kräfte. Erstmals dabei. Jetzt Tramell Darden und auf der Spielmacherposition Jovan Novak. Gute Verteidigung von Relford. Murphy, und den darf man nicht stehen lassen. Wir haben seine Dreierquote gesehen in der BBL. 40%, im Eurocup überragende 72,7%. Wahrscheinlich der beste Fünfer in der BBL, wenn es um die Würfe von außen geht. Wild von Peter McNeely. Clark attackiert. Frankfurt gewinnt hier so ein bisschen Oberwasser. Und vielleicht nimmt Alexander Skepanovic bald die erste Auszeit. 6 Punkte, 3 von 4 aus dem Feld für Leon Kratzer. Damit ist er bislang in dieser Partie der beste Scorer von allen Akteuren. Jason Clark, ja, seine Rolle ist nicht so wirklich klar zu finden, auch nicht für Gordy Herbert, der ihn eigentlich als Point Guard vorgesehen hat, aber er ist so ein richtiger Combo Guard, der ein bisschen was von einem Point Guard hat, aber auch viel von einem Shooting Guard, und so muss man da immer so ein bisschen schauen, wie man das nutzt. Wir haben es ja gesehen in der Anfangsformation mit Bell Haynes. Da hat er die 2 gespielt, und jetzt, wo Bell Haynes durch seinen kanadischen Landsmann Brady Haslip in der Lineup ersetzt worden ist, da geht es dann auf die 2 für den guten Jason Clark. Hans Brase haben wir gesehen, er ist also wieder dabei. Steht gemeinsam mit Tramell Darden auf dem Parkett. Ist ja verrückt, wie diese Verletzung passiert ist. Brase ist im Training umgeknickt, dabei mit Darden kollidiert, auf ihn gefallen, und der hat sich dabei das Knie überstreckt, und so waren beide raus. Der starke Travis Relford, wahrscheinlich der Topspieler des MBC bislang in dieser Saison, zumindest für mich, trifft hier beide Freiwürfe. Und Clark mit seiner Athletik zum Korb. Skyliners stehen schon bei 22 Zähler, und wir haben noch über 3 Minuten. So, jetzt gibt's eine Pause, und Gareth Seeb, der Youngster, darf ran, den Spielaufbau übernehmen. Hier sehen wir nochmal Jason Clark, der auf die Bank geht. In Bar, im Eurocup, hat der Gordon Herbert, ja, die Mannschaft war schon weiter, allen Zeit gegeben, sowohl den Veteranen als auch den Youngstern. Novak. Und genau das müssen junge Spieler machen. Die müssen reinkommen, die müssen Fight, Einsatz, Kampf zeigen. Genau wie Gareth Seeb das hier in dieser Situation vormacht. Relford, Zeit läuft ab. Da muss er früher abschließen. Chance für die Skyliners, ihre Führung weiter auszubauen. Und wieder ist es der Einsatz von Seeb, der nach seinem Drive nicht aufgibt, den Ball aus der Hand schlägt, zum zweiten Mal auf den Boden geht. Also, das wird im Notizbuch von Gordon Herbert vermerkt werden. Fehlwurf Murphy. Novak. Hier sehen wir es nochmal. Da schlägt er den Ball raus, und dann rettet er die Murmel zu Quantes Roberts. Novak hart am Offensivfoul, aber Robert Lottermoser entscheidet nicht auf Offensivfoul, aber trotzdem gegen den MBC Schrittfehler. Bei den Gastgebern ist jetzt so ein bisschen der Wurm drin. Frankfurt wirkt abgeklärter, klarer in den Aktionen
als die weißen Pfälzer. Klasse Block von Dart. Rutherford, super. Rutherford, der Mann beim MBC bislang. Haslip, dem muss man auf den Füßen stehen. Und im Pick and Pop ist natürlich eine ganz schwierige Angelegenheit mit Murphy und dann super Pass. Rutherford, Brase auf und davon. Man kommt kaum hinterher hier im Play-by-Play. So überschlagen sich die Aktionen. Robertson, sein zweiter Dreier. Murphy wird da mit einem Move vernascht, den er selbst gerne anwendet, dass er antäuscht, zum Pick and Roll zu laufen und dann direkt zum Korb schneidet. Und diesmal hat Brase das mit ihm veranstaltet. Frankfurt kann fast komplett aufspielen. Brase gibt das Foul, 9 Sekunden vor Schluss. Erst das dritte Mannschaftsfoul des MBC, um den Frankfurtern so ein bisschen Zeit zu nehmen, denn jetzt müssen sie den Ball einwerfen. Gordon Herbert möchte Horns laufen, also Pick and Roll mit zwei Großen oben, wahrscheinlich mit Haslip am Ball. Das Ganze soll ungefähr 4 Sekunden vor Schluss passieren. Nein, es wird mit Zeb am Ball gespielt. Und der gute Curl von Haslip, das war das Play, was er wollte. Er hat es angesagt. Eine Variante des Horns-Plays und es funktioniert bestens für Frankfurt. 50 Punkte mehr beim MBC. Letzte Woche war es schon so in Bayreuth. Da gab es 38 Rebounds für die Gastgeber, nur 20 für die weißen Pfälzer. Und Gordon Herbert wird seiner Mannschaft gesagt haben, Leute, attackiert das Brett. Jovan Novak. Geblockt von Murphy. Das ist seine größte defensive Stärke. Er kann Würfe blocken. Skyler ist mit Tempo spielt und dem Dreier von Sean Huff. Rutherford. Natürlich wieder bewacht von Quantes Roberts. Lee Moore, von dem muss mehr kommen. Der hat noch nicht viel auf die Kette gebracht. Das ist ein offener Dreier, den muss Novak nehmen. Aber trotzdem, jetzt die Skyliners mit dem Dreier, wäre sogar ein zweistelliger Vorsprung. Aber da ist auch viel Arm dabei. Also ganz ehrlich, muss man fast schon aus meiner Sicht heraus faul fallen. Murphy plus 9. Der Vorsprung der Gäste wächst. Mit 5 schnellen Punkten im zweiten Viertel. Antwort natürlich von Rutherford. Er steht mittlerweile bei 8 Zählern. Bester beim MBC. Und Gordon Herbert vertraut weiter. Garay Zeeb lässt Bell Haynes und Clark auf der Bank. Fehlversuch hat. Nur, von dem war noch ganz wenig bislang zu sehen.
Der Rebound von Robertson, der immer wieder ganz viele kleine Dinge auch macht. Und jetzt steht es 25 zu 34. Und der MBC steht kurz vor seiner zweiten Auszeit in dieser Begegnung. Block von Darden. Auch Jermell Darden, bislang noch überhaupt kein Faktor. Sieb. Murphy mit dem Putback, die Auszeit ist da. Frankfurt erstmals zweistellig vorne, 36 zu 25. Sie spielen schnell nach vorne für seine Skyliners zu markieren. Der Mann, der gedraftet wurde von der NBA als 49. Pick 2013 und dann in seiner Rookie-Saison auch 24 Spiele für die Chicago Bulls absolviert hat. Novak mit Dampf, so will man das Ganze sehen hier von den Zuschauern. Ralford hat jetzt die erste Pause. Robertson immer noch bei den Skyliners drauf. Er hat noch keine Sekunde auf der Bank gesessen. Novak verliert den Ball. Haslip nimmt das Geschenk an. Und hier gibt es die ersten Pfiffe im Wolfsbau. Darden. Ich habe es gesagt, Robertson wird 34 morgen, er wird übermorgen 37. Und bei allem Respekt, es wirkt so, als ob seine besten Tage deutlich hinter ihm liegen. Einfaches Pick and Roll und da muss Murphy eigentlich den Korbleger machen. Das muss eigentlich ein Dreipunktspiel werden. Aber so geht's an die Linie für ihn. War in der Nationalmannschaftspause für Finnland aktiv. Euroleague. Nächste Woche, es gibt zwei Spiele der Bayern. Das erste am Mittwoch in Mailand ab 20.30 Uhr. Natürlich live bei uns bei Telekom Sport. Am Mittwoch hat Gordon Herbert von seinem Center 19 Punkte, 6 Rebounds und 4 erfolgreiche 3-Punkte-Würfe bei 5 Versuchen in Bar gesehen. Und jetzt geht er auf die Bank, hat seinen Job exzellent erfüllt. Steht bei 9 Zählern, ist Frankfurter Topscorer. Nächster Ballverlust. Der MBC ist komplett von der Rolle und Frankfurt gewinnt mit jeder Minute mehr an Souveränität. ...13 zu 6 Rebounds aktuell für die Skyliners, auch das ein ganz wichtiger Faktor. Dazu haben sie die Hälfte ihrer Dreier getroffen, 5 von 10, der MBC nur 1 von 7. Zählt mit dem Fehlversuch von außen, aber er bekommt viele Minuten. Jovan Novak, die Darden, eine Nachverpflichtung und tiefer Dreier von Kerouche. War der wichtig für den MBC. Auch um die Zuschauer wieder so ein bisschen zu wecken. Jetzt versuchen sie es mit Zonenverteidigung. Aber wenn du nach einem Pass den besten Werfer frei stehen lässt, dann musst du Glück haben, so wie der MBC hier in dieser Situation, dass es nicht bimmelt. No.
Novak sieht das Foul. Und Jovan Novak, die Nachverpflichtung, hat einen Wahnsinnsstart in die BBL. Beim ersten Spiel in Bamberg, da hat er schwierigste 3-Punkte-Würfe von einem Bein getroffen. Das konnte so natürlich nicht weitergehen für den Linkshänder, der aber trotzdem mit seinen Playmaking-Skills ein belebendes Element für den MBC geworden ist. Wieder Kerouche, passt auf und jetzt Shepherds. Der MBC pirscht sich wieder so ein bisschen heran. Das Thema Zonenverteidigung scheint nur ein Intermezzo gewesen zu sein. Die Gastgeber jetzt wieder Mann-Mann. Und nicht mehr viel Zeit für die Skyliners. Fahr mit dem Rebound. Guter Pass von Novak und die Punkte von Lee Moore. Und so schnell geht's. Gordon Herbert sieht. Der MBC hat aus dem 2-Punkt-Bereich erst einen einzigen Wurf vergeben. 11 von 12 Zweier. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und trotzdem liegt die Mannschaft hin. Aber in dieser Phase entdeckt sie ihr emotionales Kämpferherz. Mal schauen, wie weit sie das tragen wird. Murphy gefoult von Peter McNeely. Bleibt ihm nicht viel anderes übrig nach dem Switch. Da gibt er dann doch zu viele Zentimeter ab. Novak auf die Bank. Rutherford zurück. MBC verteidigt besser. Aber dann doch der freie Wurf für Jason Clark. Wichtig für die Skyliners, dass sie jetzt diesem Lauf des MBCs Zähler entgegensetzen. Aber der ist zu schnell wahrscheinlich von Kerouche. Das war nicht mehr in seinem Rhythmus. Das war alles so ein Ticken zu überhastet. Mit dem Rebound. Jetzt brauchen sie einen guten Wurf. Bell Haynes mit dem Foul. Das ist das dritte Mannschaftsfoul der Skyliners. Beide Teams, was die Foul-Situation betrifft, nicht wirklich im Problem in diesem Viertel. 3 bei Frankfurt, jetzt 2 beim MBC. Nur mit dem Airball. Überzahl. Und Ben Haynes verlegt das Ding. Da war die richtige Entscheidung, dass er da zum Korb geht, aber den muss er dann natürlich auch machen. Pick and roll. Ralford und Farr. Das sah schrittfehlerverdächtig aus. Und es war nicht nur verdächtig, es war Schrittfehler. So hat es Radesh Kathur gesehen und ich glaube, man kann ihm nur zustimmen. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen Cha-Cha-Cha, bevor der Ball auf den Boden kommt. Und das ist hier nicht die Tanzschule von Weißenfels. Freudenberg zurück für Haft. Kerouche muss aufpassen. Ist er sehr aggressiv, dass er keinen Foul bekommt?
Und Freudenberg setzt nach. Die Youngster bei den Skyliners, Garat Seeb, Richard Freudenberg mit ganz viel Kampfgeist und Einsatzfreude. Wichtiger Faktor für die Jungs von Gordon Herbert. Relford. Und wieder mal die überragende Verteidigung von Tess Robertson. Und es bleibt Ballbesitz Frankfurt. Quantes Robertson. Sein Name fällt seit Jahr und Tag, wenn es darum geht, die besten Verteidiger in der Easy Credit BBL zu benennen. Was er da veranstaltet hat mit dem bislang besten Offensivspieler des MBC in dieser Partie, das war schon aller Ehren wert. Clark. Auf 36-40 war der MBC ran, seitdem ein 6-0 auf der Gäste und entsprechend ist Frankfurt wieder zweistellig vorne. Peter McNeely, der gefällt mir einfach nicht in den Entscheidungen, die er trifft. Moore zieht das Foul von Clark, geht an die Linie. Der MBC ist defensiv keine besonders aggressive Mannschaft und die Skyliners leisten sich normalerweise die meisten Ballverluste in der Liga. Heute in der ersten Halbzeit nur 3. Limur kam vor der Saison aus Italien, hat dort 2 gute Jahre mit Brescia gehabt und zeigt hier beim MBC auch, was in ihm steckt. Topscorer aktuell mit 14,6 Punkten, dazu 5,3 Rebounds. Sehr ordentlich für einen Mann seiner Größe. 3 Würfe, da ist er bislang sehr durchwachsen unterwegs in dieser Spielzeit. Ja, Murphy ist jetzt so ein bisschen abgekühlt von der 3-Punkte-Linie. 2 gegen 1, Moore und Farr. MEC wird mit einem Rückstand in die Pause gehen. Die Frage ist nur, wie hoch wird er sein? Ball nochmal bei Murphy. Roberts, Differenz zwischen Wurf und Spieluhr 2 Sekunden. Und jetzt macht der MBC nochmal 2 Zähler mit Darden. Das hat gut getan zum Abschluss. Erst Punkte für Jamel Darden und wir sehen, von seiner Athletik ist nicht mehr so viel übrig. Tess Robertson, 6 Punkte, 2 erfolgreiche 3-Punkte-Würfe, dazu 4 Rebounds und seine wie immer herausragende Verteidigung. Das ist Jason Clark, der hat allerdings auch einen wirklich guten Job gemacht. Frankfurt beginnt mit der gleichen Formation wie zu Beginn der Partie. Der MBC hat ein bisschen umgestellt. Hat sich gegen Peter McNeely und
gegen Limur entschieden, dafür Tremel Darden. Und auch hier, der ist nicht mehr wirklich schnell genug. Aber es ist vielleicht auch wirklich noch seine Verletzung, die ihn da so ein bisschen handicapt. Jetzt hat er aber den Stil. Nee, hat er nicht. Also er und Jovan Novak jetzt in der Startformation. Uhr läuft ab. Skyliners haben es nicht im Blick. Zumindest nicht der Mann mit dem Ball. Jason Clark. Ballverlust. So, jetzt selbst scoren und die Hoffnung nähren. Ah, trifft den Wurf gegen den kleineren Mann aus dem Dribbling, aber das ist seine Position. Kratzer gegen Kerouche. Das ist natürlich ein schon beachtlicher Größenunterschied. Sergio Kerouche, der ist 1,95 und Leon Kratzer, der ist mit mal locker 2,10 unterwegs. Oldenberg. Der ist schwer. Darden holt den Rebound. Ja, Farben muss jetzt aufpassen. Natürlich hat er vorher einen aus der Halbdistanz getroffen, aber als langer Mann so früh den Dreier zu nehmen, das ist nicht unbedingt das, was der Coach sehen will. Jason Clark, wenn er den trifft, ist er der erste Frankfurter, der heute zweistellig gepunktet hat. Kam vor der Saison aus Belgien, hat dort für Antwerpen gespielt. Und bringt die Skyliners auf plus 7 nach vorne. Der starkes Spiel von ihm. Ist kein besonders guter Dreierwerfer. Wieder hat der MBC die Chance, das Spiel schnell zu machen. Da sahen sie in der Regel gut aus, wenn sie ins Laufen gekommen sind. Darden mit dem Pass nach außen. Rutherford mit der geduldigen Täuschung, aber der Dreier fällt nicht. Das ist nicht seine Stärke. Wenn er da den Mann in der Luft hat, dann muss er eigentlich zum Korb gehen, penetrieren, schauen, dass er die nächste Hilfe zieht. Und dann den Ball weiter. Clark trifft den Dreier. Es bleibt dabei. Der MBC läuft den Skyliners hinterher. In den Aktionen. Und weil es in den Aktionen so ist, ist es eben auch ergebnistechnisch so.
Farr rettet den Ball. Kerouche für drei. Rebound Kratzer. Sehr, sehr schnelles Spiel mit schnellen Abschlüssen. Eigentlich das, was Gordon Herbert vor der Partie gesagt hat, er nicht unbedingt möchte. Aber warum nicht, wenn sein Team mit diesem Stil vorne liegt? Limur wieder mit dabei. Er kann sicherlich heute mehr beitragen als Tramell Darden, für den er gekommen ist. Auch hier gilt wieder, Relaford muss den Weg zum Korb suchen. Er ist nicht besonders lang, aber er hat sehr viel Finesse da in den Abschlüssen. Und sein Wurf ist im besten Falle durchschnittlich. Und überragend die Hände von James Farr in der Pick-and-Roll-Verteilung. Wenn der als langer Mann da hält, ist das Wahnsinn, wie gut er nach dem Ball geht und dass er das immer wieder ohne Foul hinbekommt. Also dafür mal allerhöchsten Respekt. Und hier hat er wieder den Rebound. Er ist derjenige, der die Chancen zu rennen initiiert für sein Team. Mit seiner Rebound-Arbeit, mit seiner Verteidigung ganz, ganz stark. Hier sehen wir es. Gegen Jason Clark. Und Relaford ist dann der Nutznießer. War schon mit drei Steals. Offensivfoul in einer Einwurfsituation. Das tut richtig, richtig weh. Wieder auf die Schützen aufpassen. Murphy und Haslip sind beide gemeinsam auf dem Parkett und Murphy findet Mutterseelen allein Richie Freudenberg. Das meine ich. Relaford ist klein, aber der findet Wege zu finishen. Robertson. Mr. Zuverlässig. Der ewige Skyliner. Heute wieder 3 von 3 aus dem Feld. 5 Rebounds, 3 Assists, 2 Steals. Das soll man über den Mann noch sagen. Hat in seiner Profikarriere nur für Frankfurt gespielt. Und ich denke mal, wenn er seine Karriere beendet hat, dann wird das Trikot mit der 23 unter das Hallendach gezogen werden. Da, wo es hingehört. Nur der fällt. Und es könnte sein, dass der MBC noch einen Ballbesitz bekommt.
weil es gab einen Foul von Zeeb beim Rebound an Brase. Und deswegen zählen die Punkte und der MBC wirft in Person von Trevor Relford nochmal an der Grundlinie ein. Schrittfehler. Ja, Limur ist neu in der Liga und er wird es auch noch lernen. Gegen Quantes Robertson ist das einfach super, super schwer. Auf den Positionen Jorman Polas Bartolo, der amtierende Verteidiger des Jahres in der BBL und sein Vorgänger Tess Robertson. Die sind da mächtig unangenehm. Die nächsten Gegner der Skyliners. Jetzt steht erstmal das Spiel gegen Kasan an, das haben wir Ihnen schon gesagt. Und dann geht's im Pokal gegen Braun, gegen Bremerhaven und nach Ulm. Sean Huff. 13 Punkte am Mittwoch in Bar erzielt. Und wieder ist es Robertson. Aber diesmal mit Pech. Relford mit seinem nächsten Assist. Das war für ihn jetzt schon Korbvorlage Nummer 8. Und dann mit dem Stil. Also der ist Energie pur und er ist derjenige, der hier auch neben Kerouche die Zuschauer am besten aktivieren kann. Rase verfehlt den Dreier. Und dann ist es Ballbesitz Frankfurt. 2:38 noch im dritten Viertel. Der MBC hat immer wieder mal gute Phasen. Oh ja, könnte Tess Robertson wirklich als Letzter am Ball gewesen sein. Knappe Kiste. Erinnern Sie sich an die erste Halbzeit, als ich gesagt habe, was Brase da mit Murphy gemacht hat, dass das eigentlich Murphys Move ist? Jetzt macht er's. Der Mann mit der Nummer 0 bei den Skyliners und vergibt den Korbleger. Und da die Mannschaftsfoulgrenze erreicht ist, heißt das anstelle von Punkten für die Skyliners 2 Freiwürfe für den MBC. Adika Peter McNeely, einer von 4 Kanadiern in dieser Begegnung. Die 3 anderen stehen auf Seiten der Skyliners in Person von Brady Haslip, Trey Bell Haynes und natürlich Head Coach Gordon Herbert. In Greifsheim geht es für den MBC weiter und wir haben es gehört, Benedikt Turudic geht davon aus, dass er da dann wieder spielt. Nächste Heimpartie dann gegen die Telekom Baskets Bonn. Es ist immer mal so ein bisschen zu viel Kopf durch die Wand. Wenn der MBC die Chance hat, wirklich richtig. Zeeb erhält auch in der zweiten Halbzeit seine Minuten. Foul Relford und der ist jetzt der am höchsten belastetste beim MBC mit 3 persönlichen bei den Skyliners ist Tess Robertson mit 3 Fouls dabei und die spielen ja im direkten Duell gegeneinander auf beiden Seiten des Feldes. Und das sind letztendlich die Schlüsselspieler, die beiden besten heute.
Haslip, das war ja letztendlich nur eine Frage der Zeit, wann er seinen ersten Dreier trifft. Ein absoluter Spezialist. Nur hat jetzt noch 5 Sekunden. Robertson wieder mit dem entscheidenden Tipp. Nochmal Haslip. Auszeit vermute ich. Da ist sie, na klar. 2 schnelle Dreier von Brady Haslip, dem vorher nicht viel gelungen war. Aber Sean Huff als Routinier weiß genau, der hat den ersten getroffen. Ich bin gut davon, ein bisschen hochgegriffen, aber es unterstreicht, wie stark dieser Mann im Wurf von außen ist. Novak gibt Rutherford eine Pause. Und ganz interessant, hier mit der Nummer 6, David Bramley, erstmals auf dem Parkett in dieser Partie. Haslip, ja, 3. Dreier in Folge. Brase muss da einfach dichter drauf sein. 9 Punkte durch 3 Würfe. Brady Haslip, Frankfurt wieder komfortabel unterwegs mit 12 Zählern Vorsprung. Und genau mit dieser Differenz geht es auch ins Schlussviertel. Die Skyliners-Spieler verstehen ihre Rollen besser. Der MBC mit Fahr als einzigen nominellen Big Man. Laden jetzt auf der Position 4 des Power Forwards. Zeb mit dem Foul an Limur. Die Freiwürfe sind sein großes Problem in dieser Saison. Er geht relativ oft an die Linie, häufiger als jeder andere Spieler beim MBC, aber er liefert magere 58,5% ab. Überhaupt die Mannschaft, die schlechteste in der BBL, unter 66%, das geht eigentlich nicht auf diesem Niveau. Robertson gegen Rutherford. Der muss damit 3 persönlichen Fouls verteidigen. Macht er aber sehr gut. Es ist alles zu wild, es ist alles zu hektisch beim MBC. Novak trifft den taffen Dreier. Aber sie brauchen etwas, auf das sie kontinuierlich bauen können. Und ein solcher Wurf ist das mit Sicherheit nicht. Seb hat nur noch 5 Sekunden jetzt. Geblockt von Novak. Wieder Fastbreak Basketball. Auch hier wieder Moore. Er hat rechts einen Spieler, der mitsprintet. Er hat links einen Spieler, der mitsprintet. Er will es selbst erledigen. Das ist im Moment das Problem des MBC. Und er zählt. Und das ist ein absolutes Highlight von Trevor Rutherford. Das Ding ist
Top 10 verdächtig. Der Bonusfreiwurf noch. Macht er seinen Zähler. Nummer 15. Dazu 8 Assists, 2 Steals. Haslip im Aus. Wieder mal so eine Phase, wo Frankfurt so ein bisschen wackelt. Und der MBC muss jetzt als Team agieren. In seinen Händen sollte der Ball jetzt sein. Der Rusch, der hat heute jede Menge schwierige Würfe getroffen. Auch der fällt. Robertson. Haslett. Murphy. Ballbesitz Frankfurt. Aber der MBC ist wieder auf 4 Zähler ran. Wirklich nicht einfach. Von Sergio Kerouche. Der bei 14 Zähler mittlerweile steht. Haslip soll freikommen. Fahrt den Rebound, nächste Chance. Und Novak sagt mal ein Play an. Mal schauen, ob sie das jetzt wirklich auch so läuft, ohne dass einer relativ frühzeitig ausschert zum 1 gegen 1. Danach sieht es zumindest im Moment aus. Rutherford. Also wenn sie jetzt wirklich zum Ausgleich oder gar zum Führungswechsel kommt, dann wird der Wolfsbau explodieren. Paul Daden, der da mit seiner Erfahrung natürlich weiß, bei diesem Größenunterschied, da kann ich nicht großartig hoffen, dass ich das ohne Foul handle. Also begehe ich das mal gleich. Wichtige Phase und entsprechend hat Gordon Herbert wieder seine Starting Lineup auf dem Parkett komplett. Clark. Tough. Aber aus dem Rechtsdribbling heraus ist er wahnsinnig gut. Er jetzt mit 16 Punkten. Und Robertson riecht den Braten. Was liefern die zwei sich für ein Duell? Das ist ganz, ganz große Klasse, was Tess Robertson und Trevor Rutherford da machen. Beide sind letztendlich die Schlüsselfiguren. Beide verteidigen sich gegenseitig. Beide sind schon mit 3 persönlichen Fouls belastet. Und beide schenken sich aber auch mal gar nichts. Und Clark kommt von der Bank und übernimmt die Sache für die Skyliners. Da waren sie wieder dicht dran. Und jetzt riecht's, wenn die Skyliners hier scoren,
nach einer möglicherweise schon wieder zweistelligen Führung sollte es ein Dreier werden. Wir erinnern uns an die 9 Punkte von Heslip in Folge. Jetzt sind es 7 Klagzähler in Serie. Frankfurt schafft sich wieder Luft. 5 Zeichen. Der Zug zum Korb funktioniert. Da ist alles an seinem Platz. Und sein Lieblingsmove, den Halbdistanzwurf aus dem Rechtsdribbling, den hat er auch getroffen. 8 von 10 aus dem Feld, 21 Zähler. Ganz ehrlich, der steht dann am Ende der Nahrungskette als Center. Und da viele MBC-Spieler heute hier ein bisschen zu eigensinnig unterwegs waren, hat James Farr zu wenig Touches bekommen, die er sich zudem auch noch über seine tolle Defense eigentlich verdient hat. Ralford steht jetzt bei 20. Fehlwurf Bellhands. Dann sind sie gut kollabiert defensiv gegen Clark und der muss rauskicken. Und sie haben den wahrscheinlich schwächsten 3-Punkte-Werfer der Außenspieler stehen lassen. Das haben sie gut gemacht. Jetzt liegt die Uhr wieder runter. Gibt es wieder einen einbeinigen Dreier? Ja, es gibt einen einbeinigen Dreier. Und der Pass! Mein Gott, Margot! Johann Novak! Alle sind unfassbare Einzelaktionen. Schwierige Würfe von Novak, von Karouche und von Relford, die den MBC hier in Schlagdistanz bringen. Foul von Novak vor der Wurfaktion. Unfassbar. Da bekommst du nicht viel Schwung aus den Beinen, wenn du von einem abspringst. Also da musst du ein bisschen Muckis im Arm haben, um das Ding da einbeinig über Leon Kratzer durch die Reuse zu befördern. Aber die Skylines haben Jason Clark. Super Spiel von ihm. Ja, und jetzt fängt Relaford auch an, so ein bisschen Hero Ball zu spielen. Derjenige, der am ehesten mit seinen Assists den Laden zusammengehalten hat, steht ja schon bei einem Double-Double, 20 Punkte, 10 Assists. Nur mit dem Stil. Karouche. Netter Shootout hier in Weißenfels. 2,5 vor dem Ende, alles möglich. Plagt. Der ist jetzt aber so gar nicht zu kontrollieren. Fahr. Nochmal Karouche. Nochmal 3, der Ausgleich. Wer hat hier die besseren Nerven? Klar ist der Ball jetzt in den Händen von Jason Clark. Foul von Fahr. Vor der Wurfaktion. Erst das dritte Mannschaftsfoul. Der Dreier
von Sergio Kerrouche, sein vierter bei 6 Versuchen. Und Fahr, das ist Mr. Uneigennützig beim MBC. Der verteidigt, der spielt den Ball. Ganz beeindruckend. Rebound nur. MBC mit der Chance, erstmals in der zweiten Halbzeit in Führung zu gehen. Novak. Auf Fahr und da kommt der Block. Ganz wichtiger Block. Schlüsselszene vielleicht von Leon Kratzer. Fahr kommt da nicht mehr hoch. Der ist völlig platt. Der ist müde ohne Ende. Aber sie brauchen ihn. Sie haben ja keine anderen Big Men. Kein Marelia, kein Turudic. Wir schauen noch mal. War der Ball schon am Brett? Ja, sieht so aus, oder? Also eigentlich hätte der Korb zählen müssen. Wohl eine Fehlentscheidung hier zu Ungunsten des MBC. Viertes Mannschaftsfoul Frankfurt, Sean Huff. Also das war Glück für die Skyliners, dass dieser Korb nicht gezählt hat. Wer übernimmt es jetzt? Moore wirft ihn weg. Eieieiei. Gordon Herbert bringt seine Dreier-Spezialisten, bringt Haslip und bringt Murphy. Und wenn die zwei Pick-and-Roll spielen, beziehungsweise Pick-and-Pop, dann ist das die defensive Superaufgabe für den MBC. Und es ist ganz interessant, was Coach Alexander Stepanovic macht. Er nimmt Fahr raus, sodass sie alles switchen können, auch gegen Murphy. Peter McNeely verteidigt Huff, Daden verteidigt Murphy. Der MBC super klein und switcht alles. Aber jetzt versuchen sie natürlich, Murphy am Brett zu finden. Funktioniert nicht. Also erledigt es mal wieder. Jason Clark. So, der MBC kann den letzten Wurf nehmen. Gibt es Verlängerung oder den Sieg? Ist das hier ein Thriller? Relaford. Der ist schwer. Der fällt nicht. Es geht in die Verlängerung, so wie letzte Saison auch. Auch da war Frankfurt in Weißenfels ein Verlängerungsspiel mit dem besseren Ende für die Skyliners. So, und zu Beginn der Verlängerung setzt Gordy Herbert dann komplett auf Erfahrung. Geht mit Clark, Haslip, Robertson, Huff und Murphy seinen 5 routiniertesten Spieler. Ballverlust. Und das Foul von Murphy. Und da sind jetzt die Freiwürfe für Novak, den Linkshänder. 5. Mannschaftsfoul Skyliners. MBC kann noch eins geben. Die Teamfouls, für die, die im Basketball nicht so oft dabei sind, werden vom 4. Viertel mit in die Verlängerung genommen. Jovan Novak. Kein super Freiwerfer. Um die 70%. Aber ich kann mir vorstellen, dass er, dass Ralford, dass Kerrouche, dass die alle jetzt so voll Adrenalin sind, dass sie vielleicht doch dieses lange Zeit wie verloren aussehende Spiel noch drehen können. Klar, Moore macht es gut. Auch jetzt kommt er stark über den Block drüber.
Nächster Versuch. Aber da ist er dann zu spät. Foul-Situation. Keiner auf dem Parkett mit vier Fouls bei den Skyliners. Garay Zeeb mit vier persönlichen. Aber ich glaube nicht, dass der Youngster jetzt hier in der Verlängerung eine größere Rolle spielen wird. Um ehrlich zu sein, ich glaube, wir werden ihn gar nicht mehr sehen. Clark, der überragende Scorer bei den Skyliners mit 26 Punkten. Von der Freiwurflinie heute bislang 3 von 4. Im Saisonverlauf 73,7%. Jetzt geht's für Frankfurt auch gegen die Kulisse anzuspielen. Also Nova kennt den Spielaufbau, Relaford auf der 2 soll das Ganze dann in die Hand nehmen. Moore. Und das ist wieder so eine forcierte Aktion von Lee Moore. Ich muss es ganz klar sagen, davon hat er heute aus meiner Sicht heraus zu viel gehabt. Robertson. Und es gibt ein Foul gegen die Gastgeber. Gegen Novak. Und ich habe in dieser defensiven Sequenz wieder den Mann beim MBC mit der Nummer 2 verfolgt. James Farr. Was der an Boden weggemacht hat. Der steht jetzt unter dem Korb gegen Tess Robertson. Der hat vorher rausgehatcht bei dem Flare Screen gegen oder für Brady Haslip. Schon beeindruckend. Führungswechsel 4 Minuten vor dem Ende. Fahr. Deutlich zu lang. Also ich weiß nicht, warum der Ball jetzt so viel in Lee Moores Händen ist. Da würde ich mir für den MBC eigentlich eher Trevor Relford wünschen. Und das machen sie gut, die Skyliners. Das ist Teamball. Zum 81 zu 84. Nicht mehr viel Zeit. Darden für 3. Nein. MBC wirkt statischer hier im Angriff als die Skyliners. Clark. Jetzt bei 29 Punkten. Der Offensiv von dem Ende mit 15ern zurück. Die Frankfurter Topscorer. Clark, Haslip und Murphy. Foul Clark. Auch das ist ein Weg, sich ranzukämpfen. An die Linie kommen, Freiwürfe treffen. Gelingt das Jovan Novak jetzt. Drittes Foul von Jason Clark.
Meyer. Relaford muss jetzt gegen Clark defensiv ran. Der muss wirklich alles machen. Nicht zu vergessen, der hat mittlerweile 4 Fouls auf dem Konto. Trevor Relaford. Foul gegen Darden. Und da habe ich gesagt, so viel ist nicht mehr da von seiner Athletik. Hier straft mich der 37-jährige Lügen. Und er sagt, schaut mal genauer hin, liebe Schiris, das Ding war sauber. Darauf will ich mich jetzt ohne Zeitlupe nicht festlegen, aber sah trotzdem gut aus, wie er da hochgekommen ist. Murphy, so wie Novak auf der Gegenseite, auch nur mit einem erfolgreichen Freiwurf. Relaford im 1 gegen 1 gegen Haft. Frankfurt jetzt wieder mit dem Ball. Noch ist der Druck, scoren zu müssen, nicht da. Der liegt nach wie vor eher auf dem MBC. Aber der hat ja Relaford mit dem Stil. Und nicht Kerusch mit dem Punkt. Was auch hier wieder für eine Chance für den MBC. Novak noch 4 Sekunden, wird ein Einbeiniger. Aber der ist zu kurz. Mein Gott, da haben sie eine Überzahlsituation im Break und enden dann auf einem einbeinigen Wurf zum Ende der Shot Clock. Robertson gegen Farr. Tess Robertson kommt vorbei. Gefault von Darden und 2 Freiwürfe für ihn. Macht er die beiden? Ist ein weiterer Schritt gegangen, aber die Tür haben sie noch nicht hinter sich geschlossen. Er hat heute wieder alles erledigt. 11 Punkte, 9 Rebounds, 6 Assists, 3 Steals. Bei Rebounds, Assists, Steals, bester Frankfurter. Das dürfte es gewesen sein. Kerusch will das Foul begehen, bekommt es nicht, gepfiffen. Herbert sagt, macht das Feld weit. Lasst euren Kapitän den Rest erledigen. Und er macht's mit dem Pass auf Sean Haft. Der MBC hat jede Menge Chancen hier. Und es wird trotzdem nichts mit dem ersten Heimsieg. Nochmal Novak. So, und der MBC hat nochmal gewechselt. Tramell Darden kommt zurück für Trevor Relaford, der gehumpelt hat. Ich weiß nicht, ist auch den letzten Angriff nicht mehr mitgelaufen, ob der sich verletzt hat. Das wäre natürlich doppelt bitter. Der überragende Mann am Ende einer so bitteren Niederlage möglicherweise auch noch verletzt. Aber ich neige ja immer dazu, das Buch zu früh zuzuklappen. Noch sind es 2 Dreier in 17 Sekunden. Das ist möglich. Nicht unbedingt wahrscheinlich, aber auch nicht unmöglich. Novak. Der erste ist da.
einbeinig. Ball ist im Spiel bei Murphy. Das Foul von Kerouche. ...75% Freiwerfer bislang in der BBL. Aber heute ist er so ein bisschen wackelig unterwegs. Aber der passt und das heißt, dass der MBC nach wie vor zwei Ballbesitze braucht. Rutherford ist raus, der ist wirklich angeschlagen. Das war's. Jetzt ist es mucksmäuschenstill im Wolfsburg. Man kann fast die Stecknadel hören. Jetzt kommen so vereinzelt die Hardcore-Fans, die Trommler wieder zurück. Tut weh für den MBC. Da sehen wir Trevor Relford. Der Rusch nochmal einen von der Mittellinie. Die Fraport Skyliners gewinnen wie im Vorjahr nach Verlängerung in Weißenfels beim MBC mit 94-89 in einem Spiel, das je